Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir sind mal wieder auf der Windica und ich hoffe, ich habe heute ein bisschen mehr Glück. Wir machen das Ganze nämlich jetzt hier im Stream. Und mir wurde gesagt, im Stream habe ich immer mehr Glück. Dementsprechend hoffe ich, dass wir die Xavier-Schultern jetzt beim Windica-Gegamble rausziehen können. Wir wollen uns nämlich jetzt einmal über Argonit 10 Schultern kaufen. Und wenn wir Glück haben, ziehen wir die Schultern raus. Mir hatte letztens einer unter einen Kommentar geschrieben, dass er gleich bei den ersten paar Schultern die Dinger rausbekommen hat. Ich habe jetzt nachgeschaut, es müsste jetzt die 10. Episode sein. Ich habe ja am Anfang die Schulmehl geholt, aber jetzt auch schon bestimmt 4, 5 Episoden lang versucht, die Schultern zu kriegen. Also schon einige Tokens reingewastet. Und ja, drückt mir die Daumen. Wir legen mit den ersten beiden los hier auf dem Main. Das war schon mal nichts. Also die erste Schulter ist es auf jeden Fall schon mal nicht geworden, wie schon angekündigt wurde. Und die zweite ist leider auch ein Reinfall gewesen. Die können wir dann gleich wieder verkaufen. Die haben wir schon alle. Und auch da haben wir schon alles zwei Transmog-Zeug, ne? Seht ihr mal. Also zwei Dinger waren schon mal nichts. Ich muss jetzt rüber switchen auf meinen Schurken, auf Lothar. Jetzt mal gucken, ob das klappt. Im Moment sind so ein bisschen Serverprobleme, weil es kurz nach dem Pre-Patch ist. Oh, das hat ja jetzt erstaunlich gut geklappt. Hier, Blizzard kriegt anscheinend ihr Zeug gerappelt. Dann gehen wir jetzt erstmal auf den Monk und holen uns da nochmal zwei Stück. Was haben wir da? Eins, zwei. Also sowohl mit Monk als auch Druid, als auch DH. Die ganz Lederchars können halt die Schultern kriegen und ich hoffe, sie sind mal drin. Und oh, wieder nix. Nummer zwei. Oh boy, haben wir jetzt auch die gleichen gekriegt? Nee, die sehen bloß gleich aus, ne? Ich merke gerade, mein Add-on, wo ich sonst immer dieses Vorschaufenster habe, das funktioniert gerade nicht, aber ihr wisst, wie das ist. Neues Add-on und dementsprechend klappen die ganzen Add-ons dann im Spiel nicht. Gut, vier Stück haben wir aufgemacht, bis jetzt war nichts drin. Loggen wir auch hier weiter. Und zwar habe ich vorhin bei dem Char hier, bei dem Tela Crap verkauft Char, wie ich ihn so gerne nenne, auch nochmal ein paar Marken gefarmt, also da müssten wir einiges haben. Mittlerweile sind wir auf dem Lothar Rogue schon eingeloggt, der hat sogar so viele Marken, dass ich mir drei Schultern kaufen kann, 1979, da habe ich extra noch ein paar Rares umgeklopft, dass wir noch ein bisschen was extra haben. Räumen wir den Crap mal weg und ich hoffe, der Char bringt mir ein wenig Glück. Eins, zwei und auch die Nummer drei. So, jetzt aber, komm. Xavier Schultern, Xavier Schultern, Xavier Schultern. Nein, gib sie mir doch. Leute, ich glaube, das sieht hier ganz düster aus. Wie viel haben wir jetzt? 4 plus 3 sind 7. Dann haben wir jetzt noch 3 Stück offen. 3 Chancen. Oh boy. So viel zum, ich habe mehr Glück, wenn ich es im Stream mache, Leute, ne? So viel dazu. So, hier, da müssten wir jetzt auch noch mal... Achso, die habe ich mir schon gekauft, ne? Hier haben wir schon die drei. Stimmt, weil sonst hätte ich overgecapped, seht ihr? Ich habe da ja noch 400, die musste ich mir kaufen, bevor ich die Quest abgib. Drei Stück haben wir. Probieren wir es mal. Nope. Mal zwei. So, die letzte haben wir noch. Jetzt machen wir hier nochmal den Sound an, weil ich weiß, jetzt kommt dann gleich die Xavier-Schulter und wir wollen ja den Sound von All the Things hören. Komm. Komm, 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 komm. Ach, come on. Wieder nix. Okay, Leute, das war mal nichts. Jetzt müsste der Galadin dran glauben. Der hat gesagt, es kommt auf jeden Fall jetzt. Hier, nix war's. Schade, schade. Ich werde jetzt wieder ein paar Agonit-Sachen farmen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Sollte leider dieses Mal nicht sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ich wieder genug habe, sehen wir uns wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.